Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Noxon05. Ich bin hier gerade bei so einer Burg, also die noch aus so einem Mod ist, den ich früher mal hatte, wo es halt solche Handelsdorfbewohner gab. Und da habe ich einfach mal den Mod gelöscht und die Welt behalten. Die Golem habe ich hier zugefügt, mit den Leinen hier befestigt. Die halten mir dann immer schön die Monster vom Leib, die ich gerade leider aus habe. Naja, ich werde jetzt mal diese Burg hier vorstellen. Hier ist halt so ein Eingang, so eine Bibliothek, keine Ahnung, was das soll. Dann kann man hier halt hochgehen. Gibt es hier noch so einen kleinen Raum. Ich finde das auch sehr schön hier mit den Treppen und den Schildern. Gut, ich gehe mal weiter. Hier ist auf jeden Fall die Bibliothek. Ja, hier ein kleiner Tisch drin. Ist auf jeden Fall wunderschön. Gut. Dann nehmen wir mal den nächsten Gang. Hier kann man übrigens auch rausgucken. Hier ist die Eingangsschleuse mit dem Golem. Okay, wo geht's hier hin? Ah ja, zu den Kammern von den einzelnen Bewohnern. Die hatten hier solche lustigen Betten. Und jeder halt jeweils auch eine Truhe. Das geht so weiter. Hier ist das Home von dem König. Der hat halt hier ein Doppelbett, ne? Auch eine Truhe, einen Plattenspieler. Alles Mögliche. Das Bett habe ich hierhin gemacht. Das kann ich mal eben wieder abbauen. Das brauche ich jetzt nicht. Gut, weiter geht's. Hier geht es. Ah ja, hier geht's halt an dieser Mauer rum. Die haben auch schön da immer solche Stützbalken, Zäune drunter gemacht. Und das führt dann halt zu diesem Turm. Was ich auch sehr kurios finde, ist, dass die Glowstone in den Bäumen versteckt haben. Das sieht bei Nacht auch sehr schön aus. Hier die Treppe müsste man echt besser machen. Also an den, der diesen Mod erstellt hat, muss besser Treppen bauen lernen. Gut, dann kann man halt hier noch oben hin. Da blickt man dann auf die schöne Burg. Da ist der, da sind halt die Betten, die Eingangsschleuse. Da ist noch dieser Weg, wo wir herkommen. Also wir kommen jetzt erstmal von da. Den Weg gehen wir auch gleich noch lang. Oh. Okay, ich finde das auch lol, dass hier die Wand so abgeschnitten ist. Das kommt wahrscheinlich, weil die Burg hier einfach irgendwo hingepflanzt wurde. Das ist allgemein eine ganz schöne Burg hier. Gut, da unten kommen wir her, also gehen wir mal hier lang. Die Cafeteria. Ja, schön. Da oben ist dann halt die Bibliothek. Hat keine direkte Verbindung, was ich sehr schade finde. Ach ja, hier ist das der Bäckerraum. Bäckerei. Hier habe ich ein. Oh ja. Ja, hier habe ich so ein paar Dorfbewohner hingemacht. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Ja, hier ist der Bäcker. Mit dem kann man halt auch ganz stumpf handeln. Hey, ich will mit dir handeln. Ich habe hier überall Zaun hingemacht. Damit er halt nicht flüchtet. Okay, wo sind wir hergekommen? Hier. Ja. Da hinten, das kennt ihr ja schon. Ich spring mal ganz stumpf hier einfach runter. So, hier ist halt so ein kleiner Dorfbrunnen. Ah ja, hier ist der Händler. Der ist ein bisschen dumm, weil er einfach nicht gut handelt.
hier, das habe ich jetzt nicht dazu gebaut, das kam so. Das Schild habe ich dazu gebaut, aber sonst diese kleine Höhle hier kam einfach so. Ist wahrscheinlich so gespawnt, als ich deren Freund wurde. Hier ist der Schmied mit dem Zaun, das habe ich auch dazu gebaut. Da handelt halt auch sehr gerne. Ja, hier haben die dann noch, das finde ich auch sehr schön, haben die so einen kleinen Amboss aus Treppen und so einer Halbplatte gemacht. So ein Ofen hier und da steht noch ein richtiger Amboss. Den habe ich auch hinzugefügt. Hier ist noch so ein kleiner Platz, was das allgemein werden sollte, weiß ich nicht. Naja, das ist allgemein eine sehr schöne Burg. Benutze ich jetzt einfach nur noch, um sie Freunden zu zeigen. Naja, okay, wir sehen uns dann in einem weiteren Let's Play von Noxon05.